Die Großenbruchschule und die Maria Kunigunda Schule. Der Weg ins Finale war für beide Mannschaften genauso schwer wie der Pott. Der verdiente Lohn, die Siegerehrung im Stadion Essen. In der Halbzeitpause zum Spiel Rot-Weiß Essen gegen Wattenscheid 09 entstand übrigens 6:0. Dann der große Moment. Dr. Michael Welling von Rot-Weiß Essen und Frank Skrube von der Wohnbau EG übergeben den verdienten Pokal an die beiden Schulen. Danach gab es für die Meisterkids kein Halten mehr. Und die über 14.000 RWE-Fans gaben reichlich von dem, was gute Fußballer nun mal bekommen. Applaus. Und andersrum, gute Fußballer wissen natürlich, was sie ihren Fans schuldig sind. Die Welle. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die Großenbruchschule und an die Maria Kunigunda Schule zum gewonnenen Titel der Stadtmeisterschaft 2014.